Applaus für Clemens Fritz und Frank Baumann. So, dann wollen wir mal reden. Es sind, ist noch eine Woche bis zum Pflichtspielstart, nicht mal mehr, 6 Tage. Clemens, der Kader ist bislang ein Thema insofern, dass wir keinen Leistungsträger verloren haben, mindestens zwei sehr hochkarätige Spieler dazu bekommen haben. Wie ist so dein Gefühl eine Woche, eine knappe vor dem Pflichtspielstart, was den Kader angeht? Also was ja grundsätzlich erstmal sehr positiv ist, dass wir keinen Stammspieler, keinen von unseren Leistungsträgern verloren haben. Muss man auch dazu sagen, wir können es nicht versprechen, dass was bis zum Ende der Transferphase so bleibt, aber ich habe soweit ein ganz gutes Gefühl. Wir haben eine ordentliche Vorbereitung gespielt, hatten gestern auch nochmal wirklich 2 gute Testspiele in Straßburg und fühlen uns soweit auch ganz gut gerüstet für die neue Saison. Über wen viel geredet wurde, ist dein neuer Kollege Johannes Jahns. Jemand, der sich gleich offenbar auch sehr effektiv eingebracht hat. Kannst du mal erklären, wie eure Aufgabenteilung ist? Was genau bringt der mit? Wie war es bislang? Ja, zunächst einmal arbeiten wir sehr eng zusammen und es ist ja immer eine Teamarbeit, auch was Transfers angeht, was natürlich auch die Scouting-Abteilung angeht, natürlich auch in Verbindung mit Frank Baumann, Ole Werner. Also wir sitzen sehr viel zusammen, tauschen uns aus über Spieler, natürlich in erster Linie über unseren eigenen Kader. Und Johannes, muss man ehrlicherweise sagen, er ist mehr oder weniger ins kalte Wasser gesprungen, hat wirklich vom ersten Tag einen sehr, sehr guten Input gehabt und ist für uns ja, auf der Ebene auch wirklich ein Zugewinn. Ich habe es schon erwähnt, in 6 Tagen ist Start bei Viktoria Köln, Pokalspiel. Nächsten Samstag, genau, sind 6 Tage, ja. Du guckst so fragend. Nein, sind 6 Tage. Die Vorbereitung bringt ja Gutes und Schlechtes mit sich. Manchmal Verletzungen, manchmal Verletzungsserien, wenn man ganz viel Pech hat. Man hat immer ein Gefühl, glaube ich, so am Ende einer Vorbereitung. War bei dir als Spieler auch so? Wie ist dein Gefühl jetzt, was den Stand der Vorbereitung, den Ablauf der Vorbereitung, die jetzt nahezu zu Ende geht, anbetrifft? Ich muss ganz ehrlich sagen, als Spieler konnte ich das natürlich selber ein bisschen besser noch einschätzen, weil man so für seinen Körper, für die Fitness, für den Zustand nach der Vorbereitung dann auch ein ganz gutes Gefühl bekommt. Jetzt bin ich ja derjenige, der außen steht, aber ich habe schon natürlich auch registriert, dass wir sehr intensiv gearbeitet haben, auch im läuferischen Bereich, im physischen Bereich, aber auch im taktischen Bereich. Sicherlich ist es auch so, dass uns die Verletzung von Nabi schon wehtut. Da haben wir natürlich gehofft, dass wir ihn besser durch die Vorbereitung kriegen, aber er ist mittlerweile wieder auf einem sehr guten Stand, sodass wir auch positiv und optimistisch sind, dass er auch bald wieder zur Mannschaft dazustößt. Aber wenn ich jetzt so die Mannschaft sehe, auch in den Testspielen, in den Trainingseinheiten, stimmt mich das schon sehr positiv, dass wir wirklich auch gut gerüstet in der kommenden Woche nach Köln fahren. Dann freuen wir uns schon mal aufs Pokalspiel. Frank, wir haben gerade mit Tarek schon über das Nachwuchsleistungszentrum geredet, ein bisschen näher vielleicht vorne ankommen, über das Nachwuchsleistungszentrum geredet. Das hat eng zu tun natürlich auch mit der U23 und deren Arbeitsbedingungen. Nun haben wir den bitteren Abstieg erlebt. Wie nachteilig ist der, dass unsere U23 jetzt in der Bremenliga spielen muss und wie groß ist die Hoffnung, dass es nur ein Jahr ist? Ja, der Abstieg ist definitiv bitter. Das hätten wir uns anders gewünscht, vorgestellt. Ich bin aber sehr klar in meiner Meinung, dass wir lieber eine U23 in der 5. Liga haben als gar keine U23, wie es bei anderen Clubs ja auch häufig der Fall ist. Und insofern nehmen wir die Situation an, machen aus der Situation das Beste. Das klare Ziel ist, dass wir direkt wieder aufsteigen. Das muss auch der Anspruch an die Jungs sein, an die Mannschaft sein. Ich glaube, die Transferphase auch in dem Altersbereich hat gezeigt, dass wir trotzdem attraktiv sind für junge Talente. Wir haben aus Leipzig Spieler geholt, wir haben aus Amerika Spieler geholt, wir haben aus Japan japanische U21 Nationalspieler für diese Mannschaft geholt und so, dass wir da wirklich gut gerüstet sind, eine gute Mannschaft haben, mit vielen Talenten haben und es gibt auch internationale Studien, die besagen, dass das Wichtigste im Übergangsbereich ist Spielpraxis im Männerbereich, im Herrenbereich und dann ist es nicht ganz so entscheidend, ob das in der 2., 3., 4. oder sogar 5. Liga passiert, sondern die Spielpraxis sind wichtig, das können wir den Jungs auch in der 5., in der Bremenliga gewähren. Darüber hinaus wollen wir eben ja auch hochkarätige Testspiele machen, wo gerade die jungen Spieler dann eben zum Einsatz kommen, wo sie sich messen können mit attraktiven Mannschaften. Und zudem hat man jetzt auch in der Vorbereitung schon gesehen, haben wir die Möglichkeit, durchaus das ein oder andere Talent wie Leon Opitz, Dani Hendo auch im Bundesliga-Trainingsalltag bei den Testspielen zu integrieren und sodass wir, glaube ich, individuell den Jungs auch eine sehr, sehr gute Entwicklungsplattform weiterhin geben können. Die landläufige Vorstellung ist, dass es schwieriger ist, Spieler davon zu überzeugen, mit 18 oder 17 zu Werder zu kommen, wenn die U23 jetzt erstmal fünftklassig spielt. Wir haben aber sehr vielversprechende junge Leute dazu bekommen. Also war es dann doch gar nicht so schwierig?
Ja, ich glaube schon, dass wir nach wie vor für eine gute Ausbildung stehen, dass wir für eine gute Durchlässigkeit auch stehen, dass wir eben wirklich eine U23 haben. Ich habe gerade Daniel Ihendu angesprochen, der aus Leipzig gekommen ist, noch U19 spielen könnte. In Leipzig hat er diese Chance nicht in der U23 zu spielen, weil die haben die vor einigen Jahren abgeschafft. Und sodass wir, glaube ich, mit den individuellen Wegen, den wir den Jungs dann auch aufgezeichnet haben, einen attraktiven Kader zusammen haben. Zudem haben wir mit Christian Brandt einen Trainer, der die Jahrgänge, die jetzt in der U23 spielen, mit denen hat er schon in der U17 und U19 zusammengearbeitet. Das hat uns auch nochmal geholfen, dass die talentierten Spieler aus der U19 dann noch hier geblieben sind, diesen Weg mitgehen wollen und dann nächstes Jahr hoffentlich wieder in der Regionalliga aufzulaufen. Das Frauen sind ein wichtiges und großes Thema. Die haben ja im Grunde eine beinahe ähnliche Saison gespielt wie die Männer, haben ein bisschen nach unten geschaut, aber sich dann eigentlich doch relativ stabil auch am Ende gerettet. Haben wir gleich die Mannschaftspräsentation. Da fehlen zwei Spielerinnen noch, weil die noch bei der WM sind. Das ist ja für Werder sehr ungewöhnlich und sehr ungewohnt mittlerweile. Ist das ein Signal, dass Werder bei solchen Spielerinnen jetzt auch bei den Frauen interessant ist? Ja, ich glaube schon, dass das ein sehr, sehr gutes Signal ist, dass die Spielerinnen sehen, dass sich bei Werder auch im Frauenfußball, glaube ich, in den letzten Jahren und in den letzten Monaten, glaube ich, sehr, sehr viel bewegt hat. Uns hilft natürlich, dass wir durch die Medienerlöse, durch den neuen TV-Vertrag, durch ein erhöhtes Sponsoring mit Ammerländer einfach mehr Mittel auch zur Verfügung haben. Das hilft natürlich. Aber ich glaube, auch da ist das Thema Entwicklung der Spielerinnen sehr, sehr wichtig. Wir haben mit Thomas Horsch einen sehr, sehr guten Trainer, der die Spielerinnen, die Mannschaft insgesamt auch in den letzten Jahren immer weiterentwickelt hat, sowohl was die Ergebnisse betrifft, aber vor allem auch die Art und Weise des Fußballs, die individuelle Entwicklung. Das kommt bei den Beratern sehr, sehr gut an und deswegen sind wir froh, dass wir den Weggang von Anneke Borbe als Nummer 1, eben glaube ich jetzt mit Livia Peng und Catalina Perez, glaube ich, mehr als auffangen konnten und dort mit Sicherheit einen sehr, sehr spannenden Konkurrenzkampf haben werden. Und passend zu dem Thema ist der 14. Oktober ein wichtiges Datum, nämlich im großen Stadion. Kannst du erzählen, was wird passieren? Ja, ich glaube, dass wir es heute jetzt exklusiv verkünden können, dass wir nach dem Erfolg letzten November gegen Freiburg auch diese Saison wieder ins Wohnen-Westweser-Stadion gehen werden mit dem Frauen, mit dem Highlight-Spiel gegen den 1. FC Köln am 14. Oktober um 14 Uhr. Wir würden uns natürlich sehr freuen und vor allem die Frauen, dass wir den Zuschauerschnitt vom letzten Mal auch knacken können. Mein Traum ist nach wie vor, dass wir mal ein ausverkauftes Spiel der Frauen im Bundesweserstadion hinbekommen. Ab morgen können Online-Tickets gekauft werden. Zudem ist es auch so, dass wir ab dieser Saison Dauerkarten für Platz 11 anbieten. Auch dort hat die Attraktivität in den letzten Jahren zugenommen. Der Zuschauerschnitt ist deutlich nach oben gegangen und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir vielen von euch, die hier heute beim Tag der Fans dabei sind, auch auf Platz 11 oder dann im Highlightspiel gegen 1. FC Köln auch bei den Frauen sehen werden. Der Beifall hat eben gezeigt, ich glaube, viele Leute freuen sich drauf. Allen, die letzte Saison beim Spiel gegen den SC Freiburg nicht im Stadion waren, kann ich übrigens auch sagen, es lohnt sich sehr. Ganz, ganz tolle Atmosphäre, ganz, ganz tolles Erlebnis. Also, wenn ihr am 14.10. nichts vorhabt, dann auch unbedingt zum Frauenspiel gegen den SC Köln kommen. Clemens Fritz und Frank Bommann waren bei mir. Ich habe euch gar nicht über Transfers gefragt. Gut, ne? Ja, danke euch. Clemens Fritz, Frank Bommann.